Schön langsam bekomme ich einen Hunger und deswegen habe ich mir eine Pizza bestellt. Da könnt ihr mir jetzt zuschauen, was ich mit der Pizza mache. Ich habe sie sogar schon da. Oh, ich glaube, der Pauli mag auch ein Stück Pizza. Ja, dann muss ich das teilen mit ihm. Und wie wir das machen und was wir damit machen, das zeige ich euch jetzt. Na? So hungrig? Echt? Da haben wir sie, unsere Pizza. Allerdings, die ganze kann ich so nicht essen. Schon gar nicht kann ich dem Pauli da so eine Pizza geben. Ich schneide die einfach auseinander. Ganz egal wie. So schneide ich sie auseinander. Und so schneide ich sie auseinander. Und so schneide ich sie auseinander. Und ja, dann kann der Pauli kommen und sein Pizzastück abholen. Gut, jetzt weg von dem Pizzastück. So ein Teil, das nennt sich Kreissektor. Und ich möchte natürlich wissen, wie groß ist die Fläche von so einem Kreissektor? Das ist aber gar nicht so schwer. Ich nehme da den ganzen Kreis. Da wissen wir, dass der 360 Grad hat. Ja, da haben wir einen ganzen Kreis. Der hat 360 Grad innen. Naja, und dann schaue ich einfach einmal, dividiert durch 360, heißt, die schneiden wir da so 1 Grad heraus. Das schaut dann in etwa so aus. So schaut das aus. So schaut also 1 Grad aus diesem Kreis. Na, und dann schaue ich einfach, wie viel Grad hat denn mein Sektor da bei unserer Pizza. Da sehen wir dann recht schnell, dieses kleine 1 Grad passt da 60 Mal hinein, weil das ist ein Winkel von 60 Grad. Und mathematisch schaut es dann so aus. Ich habe die Fläche vom Kreis r² mal pi, dividiere das durch 360, damit habe ich 1 Grad und multipliziere es mit dem Winkel da drinnen. Und schon habe ich die Fläche vom Kreissektor. Natürlich interessiert mich dann oft auch noch, wie lang ist denn diese Bogenlänge von einem Kreissektor? Das ist aber eigentlich auch nicht so schwer, weil wir wissen, das ist der ganze Umfang. Der ganze Umfang ist 2 mal r mal pi. Dann schaue ich, wie lang ist das kleine Stückel von 1 Grad, also dividiert durch 360. Und dann, wie oft passt das 1 Grad da in diesen Sektor hinein, mal diesen Winkel. So kann man die Formel schon stehen lassen. Aber wer da immer wieder aufgepasst hat, der sieht sofort 2 und 360, das kann ich ja kürzen. Deswegen sieht man oft die Formel r mal pi mal Alpha
durch 180. Auf der anderen Seite schauen wir das jetzt an. Ich schiebe das einfach um. Was ist, wenn ich nicht den Radius habe, sondern den Durchmesser? Also, Fläche ist d halbe zum Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360. D Quadrat mal Pi mal Alpha durch 4 mal 360. Und bei der Bogenlänge können wir das ja auch machen. Bogenlänge ist 2 mal d halbe mal Pi mal Alpha durch 360. Da kann ich das kürzen. So, da haben wir unsere Formeln.